Marvin Poirier ist der Star-Einkauf im Winter bei der VSG Altglienicke. Spielte Champions und Europa League mit dem FC Kopenhagen. Startelfdebüt für den 33-Jährigen gegen Luckenwalde. Ebenfalls neu Isyan Demir, ausgestattet mit der benötigten Trainer-A-Lizenz. Die VSG um Trainer Murat Salah erfüllt nun die Auflagen des NOFV. Salahs Team seit seiner Amtsübernahme ungeschlagen mit dem besseren Beginn. Gogia und dann Poirier. Erste Aktion des neuen Mittelstürmers, stand allerdings im Abseits. 12 Minuten gespielt, Luckenwalde mit spätem Ausgleich gegen Cottbus. Dann folgte der Dämpfer gegen Zwickau. Maric vor Bayern Engel und dann Butendeich. Kasten ist da. Die Brandenburger ohne die gelb gesperrten Winter und Koch, auch Gollnack fehlt im Angriff des FSV. Altglienicke blieb die letzten 9 Duelle gegen Luckenwalde ungeschlagen. Das ist Abu Alfa, wirbelt mächtig auf, schickt Engel und sein Querpass findet Gogia. 18. Minute, 1:0 VSG. Spielerisch starker Auftritt der Berliner, Gogia mit seinem 5. Saisontor. Aber Luckenwalde muss Engels Zuspiel besser verteidigen. Gogia hat Zeit und Raum und bringt die VSG in Führung. Altglienicke spielt hochklassigen Fußball. Nach über 2-monatiger Pause ist es in dieser Szene Toljai. Gergi zeigt seine ganze spielerische Klasse. Titel ist noch mit den Fingerspitzen dran. 34 Minuten gespielt. Luckenwalde mit wenig Entlastung. Abu Alfa über die linke Außenbahn. Vor Bayern Schneider nicht vom Ball zu trennen. Matt Müller, Titel. Und dann Kauter gegen Böhmert. 2:0 VSG. Kauter jubelt verhalten. Es war ein Eigentor von Böhmert. Starke Aktion von Abu Alfa. Schneider testet das Altglienicker Textil. Matt Müller fällt unglücklich ab. Und beim Versuch, Kauter entscheidend zu stören, drückt Böhmert den Ball mit der Sohle über die Linie. Wie reagiert Luckenwalde? Nur 10 Sekunden nach Wiederanpfiff. Gegen Cottbus haben die Jungs von Michael Braune Moral bewiesen. Böhmert mit dem Auge für Geißler, vor Bayern Sander, Geißler. Und in der Mitte steht Oliver Maric. Was für eine Antwort des FSV. Im direkten Gegenzug stellen die Gäste auf 2:1. Klasse Hereingabe von Geißler. Maric wird vom Winterneuzugang Faranak alleine gelassen und erzielt sein 2. Saisontor. 41. Minute. Luckenwalde jetzt mutiger, griffiger. Schneider und dann Butendeich. Der FSV drückt auf den Ausgleich gegen Ende der ersten Halbzeit. Letzte Aktion vor der Pause. Titel mit dem weiten Schlag. Kauter. Poirier, technisch starke Ballannahme, schickt Gogia auf Reisen. Und der bedankt sich mit diesem Zuspiel zurück auf Marvin Poirier. Mustergültig herausgespielt im Doppelpass. Die erfahrenen 33 und 32 Jahre. Poirier trifft bei seinem Debüt. So frei darfst du ihn niemals einköpfen lassen. Titel ohne Chance. Kluge Transfers im Winter bei der VSG. 3:1 Pausenstand bei windigem Regenwetter vor 315 Zuschauern. Luckenwalde kommt mit Selbstvertrauen aus der Pause. Altglienicke verteidigt geschlossen. Dahlke in die Schnittstelle auf Butendeich. Engel rettet noch vor der Linie. Weniger Strafraumszenen in Durchgang 2. 72 Minuten gespielt. Hellwig. Butendeich im Doppelpass mit Geißler. Butendeich vor Bayern Faranak und vorbei an Kasten. Anschlusstreffer FSV. Die Gäste geben sich nicht auf. 2:3 aus Sicht der Brandenburger. Erstklassige Aktion von Geißler und Butendeich im 14. Einsatz
mit diesem befreienden ersten Saisontreffer. 20 Minuten vor Schluss, Alt-Klinike muss noch einmal zittern. Nur 6 Minuten später, Standardspezialist Flath vom FSV. Und dann Böhmert mit der Chance auf den Ausgleich. Die letzte Aktion des Spiels, Geißler, herausragendes Spiel vom Zehner. Dahlke, Luca, Dahlke! Es sollte einfach nicht sein, der FSV hinten zu anfällig gegen in der ersten Halbzeit überragende Alt-Kliniker. Isyan Demir gewinnt sein erstes Spiel im Trainerteam von Murat Salah. In der ersten Halbzeit machen wir es gut, in der zweiten Halbzeit war es eine kämpferisch tolle Leistung von unserer Mannschaft und wir sind super stolz auf die Mannschaft und jetzt bereiten wir uns auf das nächste Spiel vor. Und auch wichtig der Sieg heute für die eigenen Ambitionen, oder? Ja, hundertprozentig. Siege tun immer der Mannschaft gut, auch für unser Selbstvertrauen tut es gut. Und wir haben es ordentlich gemacht, allein der Wille ist wichtig. Ja, so viel Einsatz, wie gesagt, noch so langer Pause, so einen Einsatz zu zeigen, Respekt an die gesamte Truppe und wir sind glücklich mit den 3 Punkten. Und stolz auf die Mannschaft. Erklären Sie uns und den Zuschauern mal, wie das zustande kam, dass Sie jetzt bei der VSG Alt-Klinike angeheuert sind. Es hat ja eine Lizenz gefehlt, eine A-Lizenz, und Sie konnten liefern? Es ist so, dass ich auch zum sportlichen Leiter auch seit längerer Zeit in Kontakt habe. Und es ist für mich auch eine Ehre, ja, auch hier dabei zu sein. Und ich bin glücklich, hier ein Teil von der VSG-Familie zu sein. Und bin mit Vollblut hier dabei und bin auch stolz, da zu sein. Dinge, die Jungs haben es gut gemacht. Ne? Vieles ist noch verbesserungswürdig, aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Wie sehr können Sie gerade mit Ihrer Erfahrung dem Team helfen? Sie haben ja eine unglaubliche Karriere schon hinter sich. Champions League-Erfahrung, Euroleague-Qualifikationserfahrung. Ja, also ich versuche so gut, wie ich es kann. Ich gebe mein Bestes. Ich bin aber auch da, um Tore zu schießen, um auch Leistung zu bringen. Und ich glaube, ich muss erstmal eine Leistung bringen, um auch lautstark zu werden auf dem Sportplatz. Weil bevor ich hier den großen Zampano mache, ohne dass ich Leistung bringe, ich glaube nicht, dass da dann irgendeiner noch dann zuhört oder sonst irgendetwas. Mit erst 16 Spielen bestätigt die VSG die eigenen Ambitionen und reist am Dienstag zum Topspiel nach Greifswald. Luckenwalde mit 2 Niederlagen in Folge spielt am Dienstag beim Berliner AK.